IC25 Dortmund nach Budapest, Franz Liszt. Es ist 6:46 Uhr. Fahren Sie diesen Passagierzug von Koblenz Hauptbahnhof nach Mainz Hauptbahnhof. Fahren wir mit die Baureihe 103 von der Deutschen Bahn, 679,6 Tonnen schwer, 13 Wagen im Zugverband und 336 Meter lang auf der Strecke Koblenz Mainz, linke Rheinstrecke. Und ich würde sagen, damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Chainsaw 3 mit mir zusammen. Ich bin der Danny, spielt das hier auf dem PC. Und ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar damit, dass wir unseren Zug natürlich als allererstes mal aufrüsten. Denn wir sollen hier natürlich die Fahrgäste aufnehmen. Und das werden wir natürlich tun. Und zwar werden wir das mittels. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Rechts und regeln wir mal aus. So, dann steigen wir wieder ein, müssen hier noch ein bisschen Licht machen in dieser ganzen. Zack. Nein, 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 nein. Zack. Zack. Da müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Zack. Wir brauchen mal Licht haben. So, warten wir bis 6:48 Uhr, das tun wir. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Das lassen wir mal aus, Schlussleuchte. Wir müssen natürlich noch die Scheibenwischer einstellen. Wir haben ja schweren Schneeregen zu vermelden. Und deswegen müssen wir natürlich die Scheibenwischer einstellen, müssen wir auch den Bremsschlauch einstellen. Wir müssen natürlich die Zugsicherungssysteme einstellen. Was müssen wir denn noch? Die Führerstandheizung wäre vielleicht eine Idee bei dem kalten Wetter. Das brauchen wir erstmal nicht. Fahrmotorlüfter machen wir auch später erst an. Zugsammelmaschine lassen wir. Wie gesagt, Scheibenwischer haben wir eingestellt. Hier haben wir, glaube ich, auch soweit alles eingestellt. Ich glaube, dann sind wir abfahrbereit, oder? Müssen wir mal kurz draußen umsehen. Ach. Eine zu weit. So, das wollte ich. So, genau. Spitzensignale brennen, beziehungsweise leuchten. Können es kurz hinten überzeugen, auch die Schlussleuchten. Das ist der Fall. Wunderbar. Dann können wir uns hier mal am Bahnhof so ein bisschen. Aber wir können die Türen mittlerweile verriegeln, dann tun wir das. Wir haben Abfahrt und machen wir das natürlich. So, und dann haben wir bis nach Mainz fahren, lösen die Bremse und schalten langsam auf. Wir haben hier sogar Gewitter, alles Mögliche dabei. Also heute ist ordentlich Sturmalarm hier. Eieiei. So, wir haben Ausfahrt. Können natürlich noch den Fahrmotorlüfter einstellen. So. Dann haben wir Ausfahrt. Wunderschön. Befreien. An diesem 3. Dezember. Ja, 120 dürfen wir, gleich 140. Bisschen weiter aufschalten, wieder auf die Geschwindigkeit kommen.
sagen, dann steigen wir mal ein in unsere BR-103. Schon ganz anders aus, finde ich. Dort fährt mit 110, drückt in RE da rein oder RB, weiß es gar nicht genau. Ach, das war zu viel, oder? Wir wollen natürlich hier nicht überdrehen. Das dürfen wir auf keinen Fall tun. Das nimmt einem die 103 ziemlich übel. Mein Gott, wenn man den Knopf nicht sofort findet, dann hat man sofort eine Siegverzwanse. Ach, was ist das denn jetzt wieder? Jetzt. Ach, was. Da, jetzt kommt's wieder. Also die 103 zu fahren bei dem Wetter ist echt nicht einfach, das sage ich euch gleich mal. So. Jetzt haben wir es da einigermaßen wieder im Griff. E03 001. So, 140, perfekt, können wir glaube ich auch gar nicht. So, sowieso ein bisschen bergauf jetzt gerade.
Also wirklich wildes Wetter hier an diesem frühen Morgen des 3. Dezember 2023. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell, das muss man ändern. Sagen, lass uns mal so ein bisschen rollen hier. Was ein Wetterchen. Schwerer Schneeregen habe ich eingestellt. Ich finde, das passt so ziemlich zur Jahreszeit. Es ist ja vielerorts schon zu schweren Schneestürmen gekommen, zu ordentlich Schneefall. Bayern zum Beispiel, da ist es schon ordentlich zu Schneefall gekommen. Wunderschön. Da hinten zucken die Blitze. Also es ist ein wirklich wettermäßig krasser Tag oder krasser Morgen. Also schlechter geht es bald nicht mehr. Schneeregen mit Gewitter, also wirklich alles dabei, was man erwarten kann. Wahnsinn, diese Blitze, unfassbar geil. Dazu die Funken am Stromabnehmer, also das ist wirklich richtig geil. Also die Blitze einzufangen mit dem Screenshot ist gar nicht so einfach. Finde ich zumindest. Oh, wir sind denn? Oh, Gottes Willen, ich habe viel zu schnell. Ja, das ist das natürlich, wenn man die ganze Zeit draußen ist.
20. So. Also es ist wirklich alles andere als einfach hier die Geschwindigkeit zu halten. Wieder zu schnell, das ist echt nicht einfach hier die Geschwindigkeit zu halten. Oh, eine 6,28, sehr nice. So, langsam geht es auch hell draußen, wenn auch nur schleppend bei dem Wetter natürlich. Ist die Sonne natürlich eher im Hintertreffen, würde ich mal so schreiben. Und gleich rot, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Ey. Warum rot? Es ist grün. So, 110. Aber die Geschwindigkeit zu halten, das ist echt nicht einfach. Das sag ich euch, ey.
sehr viel KI-Verkehr hier. Oh. Schon wieder rot. Schon wieder grün. Also irgendjemand ist uns da auf den Fersen, beziehungsweise wir sind irgendjemanden auf den Fersen. Sonst würden wir nicht die ganze Zeit rot haben. So, rein. Wieder aufschalten. Nach wie vor 110. Oh, gleich 90. Das schalten wir schon mal ab. Wieder rot. Aber 90 muss man ja trotzdem. Wunderschön hier, hier auch die Aussicht. Kleinen Bogen hier. Dazu habe ich ja schon mal ganz am Anfang, wo die linke Rheinstrecke rausgaben, ein Video gemacht. Booktour. Wird ihr finden auf meinem Kanal. Dort wird ja einiges zu den Bogen, preisgegeben bzw. verraten. Und da könnt ihr euch mal ein bisschen informieren, wenn ihr Lust habt. Oh, seht mal, da hat jemand den Lichtschalter angemacht. Habt ihr das gesehen? Wunderschön. Die Sonne kommt auch durch so langsam, beziehungsweise steigt auf. Ach geil. Jetzt wird so langsam Tag. Ihr seht's. Der lila Wolken und überhaupt der lila Himmel. Finde ich genial. Oh, wir sind schon wieder zu schnell. Das ist traurig. Es ist traurig. Kilometer noch bis Mainz Hauptbahnhof.
Ach, schon wieder rot. Ach, das glaubt doch kein Mensch. Jetzt ist wieder grün. Das ist wirklich nicht so einfach hier. Sollten uns gleich wieder befreien können, hoffe ich doch mal. Ja, da ist es. So, jetzt kommt mal wieder ein bisschen Geschwindigkeit in die ganze Sache. Gleich 140. Gleich. Wunderschön, wunderschön. Unserem Rheingold Express. Mindestens die Lok hat dieses Gewand. Wieder an einer Burg vorbei. Dort oben rechts auf dem Berg ist auch noch eine wunderschöne Burg. Immer Gleiswechsel, deswegen auch die 60. Ah, oh, wieder eine 628. Die in unsere Richtung fährt. Rein. So, können wir wieder schneller fahren? Nee, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Wir haben ja gleich nochmal Gleiswechsel. Ihr seht ja da oben auch. Kommt wieder 60. Mein Gott, ich glaube, meine Tastatur gibt auf. Habe ich das Gefühl. Jetzt los. Ah,
Was ist denn jetzt kaputt hier? Hat mal wieder eine kleine Zwieferzwanse, weil ich wieder nicht, ich glaube meine Tastatur gibt auf, ich weiß es aber auch nicht. Ich hatte ja die Tage da schon Probleme mit bei der Main-Teilbahn. Ich glaube, glücklich werden wir das dann nicht schaffen. Mit solchen Sachen glaube ich nicht. So, dann lassen wir jetzt einfach mal den Finger auf die Taste, auf der Taste, sobald die Siefer aufleuchtet, sofort drücken, damit ja nichts mehr passieren kann. So, 120. Wunderschön, wunderschön. So, der Regen lässt leider nicht nach. So, 130.
dann sind es gleich noch 30 Kilometer. Weiter schön am Rhein entlang. Traumhaft, traumhaft. Ah, wieder ein RE. Wir werden schön gewärmt, wie ihr seht. Die Heizstäbe brennen. Das ist natürlich sehr gut bei dem Wetter, weil es ist doch schon ordentlich kalt geworden. Und tut solche Wärme natürlich sehr, sehr gut. Und hinten kommt auch Wärme. Also hier haben wir rundum versorgt. Ein bisschen aufschalten, die werden zu langsam. Also die Kilometer ziehen sich, ihr seht es ja selber, also und ich fürchte, es wird ein bisschen später werden als angegeben, weil wir natürlich auch nicht immer zu 100% die exakte Geschwindigkeit gefahren sind, die hier vorgegeben war. Von daher wird das vielleicht ein wenig später werden. Wir hatten ja auch die eine oder andere, ja, will jetzt nicht sagen unbedingt Stillstand, aber so eine kleine Sieferzwangs hatten wir schon dabei, die uns so ein bisschen verlangsamt hat. Und ja, deswegen kann das natürlich sein, dass das ein bisschen später wird hier. Da ist wieder einer beim Bahnsteig, beim BU gefahren. Naja, sind alle Lebensmüde. Ach ja, 29 Kilometer noch. Wieder 120.
Und dann wird's richtig langsam. 190. Aber dann dürfen wir gleich 160. So, 160. Wollen wir die natürlich auch fahren. Oh, Gegenzug, sehr schön. So, mehr geht nicht. 39 Fahrstufen. Oh, es ist Licht wieder weg. Genial. Es ist genial. Licht aus. Die letzten 20 Kilometer wird es noch mal finster hier. Anscheinend. Ja, Gewitter ist auch wieder da. Jetzt geht es nochmal richtig ab hier. Auf den letzten Metern.
Oh, wieder Gegenzug. Ach, schon wieder rot. Das glaubt dir doch kein Mensch. Das haben wir erstmal geschafft. Siefer. Nein, meine Güte. Was ist hier eigentlich los? Was ist hier eigentlich los? Wollte gerade sagen, war schon wieder rot. So langsam kommen wir dann Mainz Hauptbahnhof auch näher, 16 Kilometer noch. Das ist doch nicht zu fassen, alter Schwede. Dauernd haben wir rot. Das scheint jetzt aber dauerhaft zu sein. Okay, da müssen wir mal anhalten. So, dann schauen wir mal, was uns dort behindert. Weshalb haben wir denn rot? Wie kann das ja wohl kaum sein? Der fährt ja gar nicht so hinterfarbig.
sehe nichts. Oder hat er da etwa Vorfahrt? Kann natürlich sein. Lass uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Ich denke mal, das war wegen der 628, die die Vorfahrt hatte. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Es gibt uns so ein bisschen die Gelegenheit, hier mal in die Wagen zu schauen. Ein bisschen. Jetzt auch nicht so unbedingt rappelvoll der Zug. Das mal Gelinde auszudrücken. Also wirklich relativ leer. Ach, wir dürfen wieder. Wunderbar. Das heißt, wir lösen die Bremse. Und dann schalten wir langsam auf. So, mal aufschalten. So, dann sind es noch 14 Kilometer bis Mainz. So, jetzt haben wir es aber. Och nee, Leute. Diese 628, ja.
Das ist nicht schön jetzt. Das ist nicht schön. Ein rotes Signal jagt das nächste. Jetzt können wir jetzt leider nur Schrittgeschwindigkeit hier fahren, beziehungsweise ja, Anhaltegeschwindigkeit. So. Och, ey. Was denn jetzt? Könnt ihr euch mal entscheiden? So, ich hoffe, wir haben jetzt mal ein bisschen grüne Welle hier. Ist ja Wahnsinn. So, 8 Kilometer noch, dann haben wir's. So, scheint, als ob wir jetzt so ein bisschen Abstand haben zu dem vorausfahrenden Zug. Und dass wir hier so ein bisschen grüne Welle genießen können.
Ah, mittlerweile laufen auch die Scheibenwischer synchron. Das ist ja Wahnsinn. Das hat jetzt also auch geklappt. Zum guten Schluss. Wunderbar. Komme gleich runter auf 80, dann werden wir mich gleich rot haben. Aber das wird wahrscheinlich hoffentlich das rote Hauptsignal am Bahnsteig sein. Ja, wobei es sind noch 2,9 Kilometer, das wird eng. Das wird eng. Hier müssen wir auf jeden Fall quittieren. Oder? Oder auch nicht. Ist gerade wieder grün geworden, jetzt wieder rot. Also, so, das ist jetzt definitiv das rote Signal am Bahnsteig. Wir hatten doch eins, das gerade war doch noch vor dem Bahnhof. Das ist aber dann in letzter Sekunde auf grün gesprungen und das nächste rote Signal ist jetzt wirklich das Hauptsignal am Bahnsteig, am Bahnhof selber. So, also ein bisschen wieder aufschalten hier. 100 oder 80 zumindest. Auf 80, ja, bleiben wir mal. Auf 80, also. Wobei, das Bus aufschalten bringt eigentlich auch nichts mehr. Die Geschwindigkeit so ein bisschen halten, ich glaube, das macht mehr Sinn. Und dann haben wir es gleich. Auf 40. Spät sind wir sowieso wahrscheinlich auch noch geschuldet durch das rote Signal, was wir hatten. Da standen wir ja eine Zeit lang. Aber ja, es ist halt so, wie es ist. Und noch ein rotes Signal vor dem Bahnhof. Vor Einfahrt. Mal denn? Schauen wir mal. Warum deshalb wieso? Deswegen. Deswegen. Da steht der Grund. Steht der Grund. Schauen wir mal.
So, ist das der oder? Ne, der. Da steht er. Ich hoffe ja, das ist kein Bug. Ja, ich glaube, der fährt ab. Ja, der fährt ab. Sehr schön, dann dürfen wir ja gleich grün bekommen. Ausfahrt. Er macht auf jeden Fall Platz. Das ist sehr gut. Dann warten wir mal und harren der Dinge. Leider eine Viertelstunde bis 20 Minuten Verspätung heute. Dies sei auch dem Wetter geschuldet. So, wir dürfen. Das heißt, wir machen den Fahrmotorlüfter wieder auf ein, lösen die Bremse und schalten langsam auf. Nach wie vor natürlich unter 24, weil wir ja hier den 500 Hertz Magnet noch aktiv haben. Aber das sollte sich gleich geben. So, 45 dürfen wir nicht überschreiten. Das sollten wir hinkriegen. Fahren wir schön geschmeidig in den Bahnhof rein. Wunderschön, wunderschön. Wären wir. So, Türen entriegeln, das tun wir natürlich. Machen wir natürlich am Bahnhof den Fahrmotorlüfter aus, weil schon allein den Fahrgästen gegenüber ist das ja uns eine Qual. Und dann haben wir das einigermaßen geschafft. Hier und da gab es ein paar kleine Probleme. Wir hatten rotes Signal, an dem wir anhalten mussten. Wir hatten zwischendurch immer mal wieder rote Signale, an dem wir langsamer werden mussten. Alles in allem haben wir das einigermaßen hinbekommen, diese Fahrt von Koblenz nach Mainz bei wirklich Sauwetter, das muss man mal an dieser Stelle sagen. Ihr seht hier EC25 Linke Rheinstrecke Koblenz Hauptbahnhof, Mainz Hauptbahnhof. Das haben wir soweit geschafft.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr mal gar nichts. Ihr kennt das. Machen wir hier die Tür zu. Und dann war's das. Genau, wir werden nämlich hier aus dem Sitz gehauen. Und dann war's das. Gebraucht haben wir 1 Stunde 11:46 für die gefahrene Distanz von 91,66 Kilometer. Wir haben Silber erhalten. Das mag daran liegen, dass wir zu spät sind und hier und da vielleicht auch die Geschwindigkeit überschritten haben. Das mag sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Dennis Spieters. Haut rein. Bye. Bye.